Oh, wie schön du das Spiel doch erfasst. Welcome to the, back to Deponia. Chaos auf Deponia. Diesmal mit Facecam. Mal gucken, ob das witziger wird als ohne. Ob das überhaupt witzig wird. Ich kenne es nicht. Ich bin nicht gespoilert. Mal gucken, wie das wird. Hi, Was soll Rufus. das denn? Ist das nicht Frau Hinkels Schrottpresse? Nein, das ist die Schrottpresse von meinem Kutter. Du musst mir helfen, sie zu reparieren. Die Oh sieht aber nein, nicht schon genauso wieder. aus wie Frau Hinkels Schrottpresse im Tutorial von Teil 1. Och, das merkt schon niemand. Die Doch. Leute, die Teil 1 gespielt haben, brauchen doch gar kein Tutorial. Nein. Ich werde es Naja, es ist übrigens trotzdem Ewigkeiten her. spielen. Weil sie gar nicht genug von mir bekommen können. Aber ohne mich. Ich werde das Tutorial nämlich garantiert nicht nochmal über mich ergehen lassen. Es war schon beim ersten Mal dämlich. Ach komm schon. Ein wenig Wiederholung kann doch nie schaden. Und wie erklärst du dir dann diese Brandblase hier? Die habe ich mir geholt, als ich wiederholt auf deine bescheuerte Herdplatte gefasst habe. Nur weil du eben nie dazulernst. Im Gegenteil. Ich habe ein geradezu fotografisches Gedächtnis. Ach ja? Weißt du denn auch noch, wie man das Interface benutzt, um jemanden anzusprechen? Ja klar, das ist, ja. Na los, sprich mich an. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Hat das schon zu spät. Ist es eigentlich laut genug, beziehungsweise bin ich laut genug? Rede mit Boso. Das Boso musst du mit nicht extra Reden. sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen Es gibt könntest. Du vieles, weißt was ja wir nicht hier mal. bereuen, Rufus. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Wie denn? Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger drauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Quatsch, das ist doch kein Auge. Das ist ein Ping-Pong-Ball. Mit Pupille? Er ist gezinkt. Warum sollten Sie einen gezinkten Ping-Pong-Ball als Symbol für Ansehen benutzen? Das werde ich dir jetzt anhand dieses kleinen Objekts da vorne auf dem Boden demonstrieren, indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechtsklicke, sobald der Ping-Pong-Ball zu sehen ist. Ich bin gespannt. Tochter, eigentlich Wenzelauf? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie gesagt, Chaos auf Deponia kenne ich nicht. Ich kenne nur Deponia und Goodbye Deponia. War das nicht Goodbye Deponia, wo Wenzel dort auftaucht? Ich weiß es wirklich nicht. Was ist das? Das ist der Reaktorlotkopf. Im Zumindest letzten ein Spiel Teil war es davon. noch ein Kathodenstümpel. Glaub mir, es ist der Lotkopf. Du brauchst ihn, um die Presse zu reparieren. Und wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Ach. Linksklick ist schon sehr einfach. Nanu, Glaub wo es ist er denn? mir. In deiner Du Tasche. hast ihn in dein Inventar gesteckt? Mhm. Da, wo alle deine Gegenstände hinkommen? Du Mhm. hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Du kannst den Dialog komplett auswendig. Hey, da ist es ja. Genau, Und da ist es das wieder hier weg. ist dein Da ist es wieder Inventar. da. Schon klar. Da ist es Und wieder hier weg. kannst du dir Da alles ist es wieder ansehen, da. was du mit dir Da ist es wieder rumträgst. weg. Du weißt doch noch, wie Da das ist es geht, wieder weg. Da. oder? Da ist es wieder weg. Da ist es Und wieder. kombinierst du schon? Ist in Arbeit. Klicke mit dem Handsymbol auf einen der beiden Gegenstände, um ihn auf deinen Mauszeiger zu legen. Klicke dann damit auf den anderen Gegenstand, um beide zu kombinieren. War gerade dabei. Da ist es wieder da. Da ist es wieder weg. Da ist es wieder da. Da ist es wieder weg. Entschuldigung, ich höre ja schon auf. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Vielleicht. Schmutorial. Vielleicht aber auch nicht. Sieh Wie her, einfach das doch Boso, ich immer habe das Teil geht. repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Das Bastelfähigkeit wollen wir ist das? unglaublich. Versaute Gedanken, Entschuldigung. Wollen wir das wirklich im Einsatz sehen? Entschuldigung. Da muss es rein. Es passt. Als Ja, und jetzt mach einen nächstes Schritt musst nach du brauchst hinten. mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Wenn du soweit bist, musst du Jetzt mach mal Alt draufdrücken, lang. ja. Das ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Rufus, nicht! Du stehst direkt unter der. Keine Panik.
Ich falle bestimmt nicht zweimal auf dieselbe lahme Schlusspointe rein. Also, wie war das gleich? Ich habe hier... Ach, das ist das zweite Spiel. Und dann? Bam. Bist du Hackfleisch? Jetzt gar nicht. Pocky! Pocky? Sie kamen aus dem Nichts. Nein, das ist nicht Pocky. Mit ihren Kreuzern, Plasmawaffen und mechanischen Bärten. Ich will die Hussa-Lieder wieder haben. Sie drangen mit Gewalt in unser Dorf ein und hinterließen nichts als Trümmer und Tränen. Das ist der Teil vor Goodbye Deponia, richtig? Sie waren auf der Suche nach Goal, einer Illusianerin, dem Mädchen, das vom Himmel gefallen war. Und nur einer war bereit, sie zu retten. Nein! Nein! Holte sie auf, kontaktierte ihren Verlobten und brachte sie zur unteren Aufstiegsstation, nur um dort die schockierende Wahrheit zu lernen. Cletus, Golds Verlobter, handelte nicht aus Liebe. Er hatte eine Vereinbarung mit Ulysses, dem geheimnisvollen Führer des Organon, und Argus, seiner rechten Hand. Sie brauchten die Aufstiegscodes, verborgen in Golds Gehirnimplantat, und sie wollten ihre Erinnerung löschen, damit kein Illusianer jemals erführe, dass unsere Welt bewohnt ist. Denn so unvorstellbar grausam war ihr Ziel. Die Sprengung unserer Welt. Aber sie hatten die Rechnung ohne den einen gemacht. Er vertauschte die Datasetten und gab Goal die Erinnerung zurück, damit sie die Wahrheit nach Elysium tragen konnte. Der Name dieses einen Mannes, dieses selbstlosen Helden, war Rufus. Gott! War das etwa die komplette Geschichte? In Kurzfassung, ja. Ich glaube, es wird eine Trilogie. Klingt ja irgendwie unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich lässig, ja. Aber wenn das wirklich alles so passiert ist, müsste ich dann nicht mit Cletus auf dem Weg nach Elysium sein? Nein. Also was machst du hier? Wo ist Cletus? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Und ebenfalls nicht ganz unwichtig. Ihr bewegt der Mund. Warum steckt ein brennendes Sägeblatt in der Bordwand? Ach so, auch das. Dazu wollte ich gerade kommen. Also, pass auf. Ihr wollt, dass ich mich kaum mehr dran erinnere. Was war das denn für ein Ninja-Stern-Move? Ja, Pocky! Er ist doch da! Entschuldigung. Du kleine Mimose, machst dir in die Hose wegen Schimmel im Kühlfach, das kenn ich ja schon. Doch Koffer zu packen, nur weil alte Socken im Lampenschirm liegen, grenzt fast schon an Hohn. Hat dich, was ich dir erzählt hab, noch nicht ruhig gestellt. Du wächst dir den Meter dick Gras auf den Ohren. Mann, es ging um Deponia, selbst auf Opferung und Blatt. Willst du mich rolle hier nochmal von vorn? Hussa noch einmal von vorn. Es war nicht mein Lieblings-Hussa-Lied, aber ist auch geil. Ja, Deponia ohne Pokey ist nicht, das ist wahr. Gut, dass ich mich nicht an das Ende von Teil 1 erinnere, wenn das hier Teil 2 ist. Dann habe ich leider schon Teil 3 gespielt, aber egal. Müll. Müll. Und noch mehr Müll. Noch mehr Müll. Schön, nicht wahr? Herrlich, genau. Kaum vorstellbar, dass ich hier jemals weg wollte. Ah, Rufus. Das ist der Bursche, von dem ich dir erzählt habe. Er da? Nach deiner Erzählung hatte ich mir einen smarten jungen Mann vorgestellt. Keinen dreckigen Strauchdieb. Unterschätze ihn nicht. Als ich ihn kennenlernte, da war Rufus noch ein
Wie soll ich sagen? Sag es ruhig. Ich war ein selbstverliebter Chaot. Aber ich habe mich gebessert. Genau. Im Augenblick hilft er zum Beispiel Captain Bozo dabei, den Kutter fit zu machen. Richtig. Ich wollte dich ja fragen, ob ich mir deinen Hammer ausleihen darf. Kein Problem. Nimm ihn dir aus meinem Werkzeugkasten da drüben. Nein, tu es nicht. Du bist der Beste. Wir werden sehr lachen. Ja. Ich weiß nicht so recht. Omilein. Scheint mir mit dem Jungen nicht zu stimmen. Aber Oma Utz, wovon redest du denn da? Mein Lieblings-Husserlied ist übrigens Husser mit Heliumgas. Omi Liebe, genau. Stromumkehrer. Hast du dir keine Sorgen, dass er etwas klauen könnte? Ach, das kriegt ihr alles wieder. Ich vertraue ihm vollkommen. Nur leider kann ich den Text nicht mehr auswendig. Ich konnte... Erzählt, dass er an ausgeprägter Selbstüberschätzung leidet? Die Zeit ist vorbei. Rufus hat viel dazugelernt. Er ist viel vorsichtiger als früher. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das nie mit Facecam aufnehmen wollte. Oh Gott! Ich hoffe, das arme Tier ist so klein und verletzlich. Keine Sorge. Der Rufus, den ich kenne, ist ein großer Tierfreund. Er würde deinem Opfi-Pieps niemals auch... Opfi-Pieps? Was? Komm, ich helfe dir. Wirkt dann Rufus wie ein brutaler Schläger. Rufus, oh Gott. Brutal? Niemals. Geht's dir gut? Oh nein! Oh Gott! Ich sage nur, mir kam er sehr ungeschickt vor. Deine Angst ist vollkommen unbegründet. Seit seinem letzten Abenteuer ist Rufus sehr vorsichtig geworden. Hol den Vogel doch da raus, bitte! Und wenn bei ihm plötzlich die Sicherungen durchbrennen? Glaub mir, die Zeiten sind vorbei. Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Strom um. Dem Vogel geht's gut, ja, das glaube ich dir. Fast aufs Wort. Will das Vögelchen heraus haben. Auf keinen Fall soll er Opfi-Pieps so viel zu trinken geben. Keine Sorge, das kriegen wir schon hin. Na, wenn das deine einzige Sorge ist. Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Nee, wir sind nur kurz davor. Und wenn bei ihm plötzlich die Sicherungen durchbrennen? Glaub mir, die Zeiten sind vorbei. Gib mir das wieder. Vögelchen! Ich kann dir nicht mehr helfen, oder? Er lernt schwimmen. Und glaub mir. Ich hätte das gerne wieder. Und wenn bei ihm plötzlich die Sicht... Glaub mir. Und wo ist jetzt der verdammte Hammer? Er nach draußen geflogen? Kann ich raus? Dem Vogel geht's gut, okay? Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Ihr müsst mal den Vogel rausholen. Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Er ist wieder weg. Er ist abhandengekommen. Er ist auf Reisen gegangen. Du versprichst, kein Chaos anzurichten. Zu spät. Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Naja, so ich doch. Help! Ja,
Genau, ein Reisehammer nennt man das. Und das Drama beginnt wieder. Kann ich mit deiner... Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst so lange... Ich doch nicht. Ah, Hammer! Dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Nein, keine Sorge. Passiert nicht. Steck sie nur in Brand. Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Dreht euch mal um. Kann sich ein Mensch wirklich so ändern? Es ist ganz einfach. Ja. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Und Rufus hat sich mehr als einmal die Finger verbrannt. Außer Rufus. Rufus ist eine Ausnahme. Der lernt nie dazu. Meine Hand ins Feuer. Ah. Opi, willst du mal? Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Natürlich. Oh nein. Auf jeden Vögelchen. Fall. Gut. Es lebt. Damit noch bis zum Monatsende auskommen. Oh nein. Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Ja, du machst dir nur unnötig Sorgen. Ich kann ihn ganz gut selbst verteidigen. Hast du etwa Angst vor dem Vögelchen? Als würde das überhaupt nötig werden. Oh, Kategorie auf Twitch habe ich noch nicht geändert. Stimmt. Wait a second. Danke für den Hinweis, ich hab's vergessen. Ändert die Kategorie auf Spaß und Tüten. Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Mit diesem Dreckswascher Wasser werde ich mir nicht die Hände waschen. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. Also irgendwie bin ich ja echt zu doof hierfür. Kann's sein? Der Häcksler funktioniert nicht. Ans Feuer gehen wir nicht nochmal. Im Inventar haben wir eine Decke. Können wir die waschen? Ich bin fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Aber wenn sie so scharf sind, kann doch da nichts passieren. Ach, zu spät. Oma, du hast vielleicht Sorgen. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles natürlich, gut. Immer doch Sache, bin ich vorsichtig. Meinem Opfi-Pieps passiert nichts. Opfi-Pieps. Der hat schon so den passenden Namen. Versprochen. Jetzt gibt's Brathähnchen. Tja. Da muss ich wohl das Handtuch werfen. In den Häcksler. Scheint sich wirklich gebessert zu haben. Na holla! Da ist ja die Waldfee. Hast du ihn endlich gefunden? Ja! Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Guck mal hinter dich. Aber genug geplaudert. Bozo wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Hast du mal hinter dich gesehen? Feuer! Was riecht hier eigentlich so seltsam?
Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Weil es aus nichts ist. Der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Das wird nichts. Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinns. Er katapultiert sich selbst. In diese Richtung zumindest. Na dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt das dich von dem nix. Fallball fern, wenn du deine Finger behalten willst. Fallball? Oh. Da ist eine Guillotine, mein Freund. Auf, Doc. Sobald der Korken das erste Ziel trifft, löst die Waage das Fallbeil aus. Es wäre verrückt zu glauben, dass das funktioniert. Aber noch verrückter wäre es anzunehmen, ich wäre hier in Sicherheit. Also, wenn du Kopfschmerzen hast, hilft eine Guillotine ja gut. Aber sonst? Das erste Ziel öffnet den Gashahn am Bunsenbrenner, der daraufhin die Zündschnur entfacht. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Korken den Bunsenbrenner einfach umwirft? Ein Aufbau fußt auf Wissenschaft, nicht auf irgendwelchen nebulösen Wahrscheinlichkeiten. Die Betonung liegt auf Fuß. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist ein integraler Bestandteil aller Wissenschaften. Tja, bei dir vielleicht. Meine Wissenschaft beruht auf Hörensagen und innerer Überzeugung. Was ist denn mit dem zweiten? Als zweites prallt der Korken von dieser Pfanne ab. Das bezweifle ich stark. Wenn er denn das erste Ziel trifft. Diese Annahme denn? Naja, ich habe eine Zielscheibe drauf gemalt. Oder etwa nicht. Oh, okay. Muss nicht heißen, dass es trifft. Nur weil eine Zielscheibe drauf zu sehen ist. Ach, die dritte geht gar nicht. Nachdem der Korken von den anderen beiden Zielscheiben abgeprallt ist, wird er genau hier einschlagen. Ich habe alles genau berechnet. Wie hast du das berechnet? Wie man Sachen halt berechnet. Man legt sich eine Weile hin und im Schlaf kommen dann diese mathematischen Formeln. Ach so, okay, dann habe ich Mathe ganz falsch verstanden früher in der Schule. Na dann, holla die Waldfee, viel Spaß. Schau gut hin. Rufus, nein. Nimm die Finger dort weg.